Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir sind immer noch im Ödland. Wir haben als letztes etwas für Mr. Moriarty erledigt, beziehungsweise wir erklären ihm einfach, wir hätten es erledigt, dann glaubt er uns schon. Wir werden jetzt irgendwas anderes machen. Ich glaube, wir machen einfach mal Blutsverwandtschaft. Habe ich Munition? Ich habe sogar ein bisschen Muni, das ist natürlich nicht schlecht. Ich könnte natürlich auch mal gucken. Wir können auch das erstmal machen. Ja, ich glaube, ich mache das hier. Okay. Auf nach Mainfield, würde ich sagen. Die beschwerliche Reise beginnt. Und wir schauen mal, ich weiß gar nicht, wie lange ich brauche. Ich könnte natürlich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Weltkarte. Mainfield ist da oben. Da ist Arifu. Das könnten wir theoretisch auf dem Rückweg machen. Was haben wir hier unten? Flusche. Achso, genau, das ist für das DLC-Gedöns. Okay. So, wir haben jetzt erstmal einen relativ weiten Fußmarsch vor uns. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch irgendwie was in den Automaten oder was weiß ich, irgendwas, ja. Dass wir da noch irgendwie was rausholen können. Oh. Kann man ab und zu auch mal so laufen. Warum denn nicht? Ja, Slow Motion. Ich muss das mal noch umstellen. Ich habe, beziehungsweise, das ist eigentlich so voll gut, ey. Scheiße. Ich habe nämlich noch was eingestellt, dass das Stottern weggeht und musste dafür, dass irgendwie so auf wirklich, dass er 60 FPS das auch läuft. Das Problem ist, sollten die Frames mal auf 59, 58 fallen, kann es passieren, dass, wie man es gerade gesehen hat, das Ganze eine Slow-Mo bekommt oder auch jetzt. Das ist natürlich ziemlich blöd. Muss ich einfach mal schauen. Aber dann ist halt dieses Stottern weg, das ist halt schon ziemlich gut, ne? Sag ich mal so. In die Schule könnte man theoretisch auch gehen. Scheiße. Okay. Das Problem ist, die Raider, die sind halt ziemlich scheiße. Wir machen mal V, ich glaube, ich treffe den aber nicht, ne? Wird schwer. Ja, na gut, aber immerhin. Kopf verkuppelt. Ah, der ist schon mal down, läuft. Okay, der ist, glaube ich, zu weit weg. Okay, das ist eigentlich eine blöde Idee, hier in die Schule zu gehen. Ach, wie schlecht der manchmal schießt, ne? So. Oh, shit. What the fuck, Junge? Scheiße. Wo ist der Ausgang? Hier. Ich habe noch genug TP, also von daher ist das jetzt nicht mal so dramatisch, aber trotzdem. So, Junge, was willst du? Schießen? Danke. Oh, yeah. So. Das sollte ihm eine Lehre sein, sich mir in den Weg zu stellen. So, wir suchen den. Was hatten wir dabei? Okay, eine Sadistenausrüstung ist okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Unten sind noch mehr. Das heißt, die Frage, geht man da nach unten oder eher nicht? Hm. Ich bin etwas überfragt gerade. Ehrlich gesagt. Erstmal gucken wir hier oben, weil wir haben hier ja gerade einen erschossen. Der hat doch bestimmt irgendwas dabei. Kronkorken nehmen wir mit, eine chinesische Pistole, eine Peinstachelrüstung, Schuss und eine chinesische Pistole, wo auch noch Munition anscheinend drin ist. Nehmen wir mal mit. Immer eine gute Sache. Eine Nuka-Cola und eine Cherry Bomb. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Eine Cherry Bomb. Eine Cherry Bomb ist eine nice Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ab und zu im Slow-Mo läuft, das nervt mich mehr als das Ruck. Ja, wobei, ich weiß nicht. Nervt mich das wirklich mehr? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
So, hier ist auf jeden Fall der andere Bursche. Der hat das, eine Blaster, eine Blastmeisterrüstung. Können wir auch mitnehmen, mein Gott. Er braucht sie nicht mehr. Hier gehen wir in die Schule rein, da gibt es aber noch mehr von den Burschen und da würde ich gerne erst dann rein, wenn ich ein bisschen mehr Munition und sowas habe. Weil das ist mir alles too much hier. So. Ein bisschen Muni konnten wir uns da immerhin holen. Moment, was ist das denn? Motorrad-Benzinkanister können wir gebrauchen. Also könnten wir uns später eine Waffe draus bauen, theoretisch. Wenn wir es denn wollten. Vorkriegsgeld, ja, das können wir mitnehmen. Den Rest brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, da hinten müssen wir also hin. Zum Wasser sollte ich nicht unbedingt gehen. Ich hoffe, jetzt kommen hier auch keine Mistviecher. Ist ja irgendwie ungeil. Denn das Ödland ist natürlich bewohnt von mutierten Monsterchen oder Kreaturen. Und die will ich nicht unbedingt. Oh. Was ist denn hier los? Ein bisschen Alkohol. Red Away, das nehmen wir gerne mit. Weil dieser ein Red pro Sekunde, das macht nichts. Interessiert uns im Grunde gar nicht. Ich könnte nur ein bisschen drauf achten, nicht unbedingt ins Wasser gehen. Aber gut, auch nicht zu lange hier rumstehen, das wäre halt auch blöd. Ach, ist das nicht schön, so ein wunderschöner Abendspaziergang beim Mondschein. Der irgendwo, wo ist der Mond? Da ist der Mond. Es ist doch herrlich, oder? Es ist wunderbar. So kann das Leben gehen. Das Problem ist, ich finde, das sieht sehr langsam aus, wenn man... Ein Hund. Ein Hund, der muss sterben. Lass mich verarschen, der Hund, weißt du, der hält mehr aus als ein Mensch. So, Hundefleisch, Dark Meat nehmen wir mit. Mag sich komisch anhören, aber... Es ist eine raue, brutale Welt. Wir müssen halt mitnehmen, was wir mitnehmen können. Wir brauchen alles. Aber ich glaube, die Waffe kann ich erstmal wegpacken. Hoffe ich. Ich glaube, passt schon. Und das sind ja nicht die schlimmsten Sachen, die es hier gibt. Es gibt noch viel, viel schlimmere. Irgendwo war schon wieder irgendwas. Da. Ach, so ein Maul-Dingsbums. So eine komische Ratte. So, Kopf. Ja. Ja, komm schon. Er steht direkt vor dir. Na, immerhin. Ein bisschen zu oft schießen müssen. Aber gut. Weil so viel Munition habe ich leider mit der Waffe auch nicht mehr. Muss man ein bisschen haushalten, ne? Die Frage ist natürlich immer, wie kann man denn schnell speichern? Das ist immer eine wichtige Frage, finde ich. F5. Na, ist klar. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal geguckt. Blöd. Ja, irgendwo ist doch... Ach, da ist schon wieder. Ah, immer diese Hunde, ey. Oh, scheiße. So. Oh, mach doch mal Critical Hit. 4 Schüsse für so einen Hund, ey. Das ist echt ein bisschen viel. Muss ich einfach mal leider sagen. Es ist zu viel. So. Da muss ich lang. Irgendwas gehört. Aber ist mir egal, ich gehe einfach weiter. Es interessiert mich nicht. Da ist irgendwas.
Also diese kleinen Dreiecke, die jetzt unausgefüllt sind, da ist irgendwas, ein Ort oder keine Ahnung, ich weiß das auch nicht mehr so genau. Aber es lohnt sich theoretisch da mal vorbeizugehen und zu schauen, was da sein könnte. Dann habe ich hier so eine leere Brauseflasche. Mhm. So, hinsetzen. Ne, muss nicht sein. Wo läuft er denn hin? Pass mal auf, Kollege, ja? Na, war doch klar, dass er mich angreift. Nein, nein. Alter, alle daneben. Ist ja wohl mehr als unglaublich, oder? Ja, warte kurz. Scheiße. Mit ihm los. Ach, abhauen will er jetzt, oder was? Nee. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das gibt's nicht. Scheiße. Ah, fuck. Fuck. Gut, jetzt hat er zumindest Angst vor mir. Ich könnte ihn jetzt eigentlich auch in Ruhe lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind in einer harten Welt. Hatten wir nicht eine chinesische Pistole mit Munition? Nee, haben wir nicht. Scheiße. Na gut. Außerdem kann es immer sein, toll, der hat natürlich nichts, scheiße. Hätte aber sein können, dass er was hat, das ist immer das Problem. Fuck. Da waren wir gerade schon drin. Das Blöde ist, dass ich halt so gut wie gar nichts mehr Muni habe. Das ist halt echt scheiße. Da muss man auf jeden Fall da mal ein bisschen aufpassen, ne? So, was könnte denn hier sein? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Genau durch ein Gebiet von Feinden. Raider. Das ist nicht so gut, möchte ich behaupten. Ach, komm, Hund. Alter, willst du mich eigentlich... ziemlich verarschen, du Drecksköter. Scheiße, ey, da macht überhaupt keinen Schaden, die Waffe. Problem ist, ich habe auch keine andere. Granate, bla bla bla. Okay, nehmen wir den Baseballschläger, kein Problem. Ich habe ein Problem, hier sind noch mehr Tiere, Hilfe. Und die sind auch noch da. Aua. Naja, ich kann ja gleich hier irgendwas nehmen für TP, aber... hinter mir her? Ach, diese Drecksviecher waren auch da, diese komischen Sumsebienen. Hilfe, warte, Dirty Water, nein, bla bla bla. Wo haben wir denn Hundefleisch, Hundefleisch? Hatte ich nicht noch irgendwie... Ah, Stimpak, da. Okay. Weiter geht's! Ist der Besiegung tot? Geil. Okay, immerhin. Man erlebt halt eine Menge, wenn man durchs Ödland streift. Ich habe aber leider noch nicht genug Munition, um irgendwas hier reißen zu können. Deswegen muss ich da auch mal versuchen, die Kämpfe vielleicht sein zu lassen. Das Problem ist, dass ich dann schon verschissen habe, weil ich meine Munition verballert habe. Naja. Gut, ich sage mal so, das ist auch gar nicht weiter schlimm. Ich habe ja immer noch das hier und das hat immerhin ein bisschen Munition. Ist ja schon mal etwas. Hä? Hat irgendwas geschossen? Fragt der Burschen, ey. So. Okay. Ach komm, jetzt fick dich mit deiner Zeitlupe. Ich muss das unbedingt ausstellen. Ich weiß nämlich auch nie, wann der in Zeitlupe läuft und wann nicht.
Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Pip-Boy können Sie sie direkt aufsuchen. Ist das nicht Spitzenklasse? Hockeymaske, nein, danke. Ich kann doch erstmal in die ganzen Häuser hier eigentlich gehen. Oh, warte mal. Ja. Ich muss mal gucken. Okay, das ist halt relativ leicht gewesen, deswegen das schaffen wir schon. Gibt halt aber alles auch Erfahrungen. Schrotpatronen. Wir haben zwar nichts gerade da dafür, aber wir kriegen noch bestimmt etwas. Vielleicht nicht demnächst, aber irgendwann sicher. Und das ist schon echt wichtig, dass man hier alles durchsucht, nur weil überall kann etwas sein. Moment. Nee, hier ist nichts. Nee. Muss man echt überall nachgucken. Wegen Munition und was weiß ich nicht noch alles. So. Ofen. Die Zündflamme können wir mitnehmen. Da kann man sich später einen Flammenwerfer draus bauen. Immer gut, sowas zu haben. Dandy Boy Äpfel. Was zu essen, nehmen wir auch mit. Und man muss aufpassen, weil irgendwann ist man voll und das ist dann auch scheiße. So, was haben wir da? Ein OP-Schlauch. Stützbandagen. Ledergürtel. Krücken. Was man alles für einen Scheiß mitnehmen kann. Und das Cherry Bomb nehmen wir mit. Und es bringt eigentlich überhaupt nichts. Das hier ist natürlich schon was anderes, ne? Zwei Stimpacks, das ist sehr gut. Und Steve, nach, komm schon, scheiße. Ja, neben den Leichen schlafen, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Tja, die sind halt... Tja, haben sich hier versteckt und sind hier gestorben. Oh, nicht schön. Ich werde es mir nicht merken, aber ich müsste es, dass ich hier zurück kann. Die Safes sind manchmal ganz geil. Da sind manchmal richtig gute Sachen drin. So, und jetzt aber anschleichen und... Fuck you. Da muss ich echt aufpassen. So. Okay, Sniper. Warte mal, wo waren der nochmal? Da hinten, ne, in dieser komischen Ruine. Ich glaube schon. Au! Meine Fresse, es gibt drei Möglichkeiten, ein verkrüppeltes Körperteil zu heilen. In deinem Bett schlafen, einen Arzt finden oder Selbstheilung mittels Stimpak. Stimpaks können zum allgemeinen Heilen verwendet werden, hierdurch wird auch Verkrüppelungsschaden etwas gelindert oder direkt in ein verkrüppeltes Körperteil injiziert werden, um Verkrüppelungsschäden zu heilen. Um mit einem Stimpak ein verkrüppeltes Körperteil direkt zu heilen, wechseln Sie in Ihrem Pip-Boy in den Bildschirm Statistik und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Körperteil. Um mit dem Stimpak darauf, um das Stimpak darauf anzuwenden. Na klar doch. Haben wir nicht aber eigentlich irgendwas, dass das sich automatisch heilt? So, erstmal voll. Ich muss mal kurz gucken, ob die immer noch verkrüppelt sind. Ja, alles wieder fit. Ja gut, ich meine, das heißt fit, ne? Sind immer noch kaputt, aber... So, der müsste eigentlich da hinten irgendwo seine Pisser. Es ist eigentlich ziemlich cool, wenn man das schafft, den so zu töten. Ich finde das schon ziemlich geil. Ich sehe aber auch nicht genau, von wo der schießt. Doch, warte mal. Ah, da ist er. Oh, yeah. Wer ist ein Sniper? Ich bin ein Sniper. Uhuhu. So. Wir werden uns mal erstmal die Waffe wieder schultern und werden jetzt noch ein paar Granaten einsammeln. Wo ist denn der Spielplatz? Ah, hier. Gut. Ich glaube, hier gibt es auch noch ein paar davon, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich gehe auf jeden Fall noch da oben hin. So. Ich bin hier. Stimmt, normalerweise bin ich immer von der Straße gekommen. Also eigentlich ist es egal, von wo man direkt kommt, aber...
So, dann wollen wir mal. Ich glaube, hier liegen überall auch Minen noch so verteilt. Der Typ ist tot, der kann uns jetzt nichts mehr anhaben, alles gut. Wir gucken aber mal schön überall nach. Nee, brauche ich nicht. Weil er hat ja. Scheiße. Na, ich achte nie auf so einen Scheiß, ne? Nie. Aha. Aha. Oh. Das Geile ist, da ist ja überall noch was drin in den Cokes, ey. Mann. OP-Schlauch. Nee, ein Bettchen, da können wir schon. Oh, ein Revolver. Nee, eine 32er. Stützbandage. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, die Frage ist, wo ist die Leiche von dem Typen? Das weiß ich nämlich jetzt nicht so genau. Die ist entweder, die kann weiter oben sein. Wäre zumindest denkbar. Schauen wir mal. Hä? Da ist er. Ach, komm schon, ey. Ich muss unbedingt das noch ein bisschen lernen. So, mal gucken. Heckenschützengewehr, Schlüssel, jawohl, dankeschön. Und das noch, jawohl, dankeschön. Ich weiß gar nicht, für was der einen Schlüssel hatte, ehrlich gesagt. Hm. Keine Ahnung. Aber eigentlich auch egal. Ich kann jetzt aber mal Folgendes tun. Gegenstände. Waffen. So, reparieren. Zack. Das gleiche könnten wir eigentlich. Nee, ich glaube, die ist noch zu ganz. Naja, die ist noch zu gut. Okay. Ja, dann war ich hier. Das ist schon mal eine schnieke Sache. Ich mach das wieder aus. Das ist. Ich muss mal gucken. Ich will dieses Stuttering da wegbekommen, dass der halt immer so rumspackt, ja. Aber mir geht das ja auf den Sack, dass der ab und zu immer so rumslowdownt. So. Jetzt ist das Mannequin wieder glücklich. Na, sind wir auch wieder glücklich. So, dann. Da ist eine Mine. Weil man das nervt halt auch dadurch, dass das dann manchmal so langsam wird. Echt ein bisschen nervig. Was war klar? Verdammt. Au. So. Vielleicht sollte ich mir mal noch so ein allgemeines Stimpack einmal geben, dann sind wir wieder voll. Ich habe keine Stimpacks mehr, ey, so ein Scheiß. Ja, das ist halt immer ein bisschen blöd. Ich kann aber auch was essen. Ich habe ja genug Essen dabei, ne? Absolut kein Problem. Ich könnte mich theoretisch sogar abhängig machen von Drogen, von Alkohol oder so. Das würde auch gehen. Hm. Wäre auf jeden Fall möglich, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt clever. So, wir setzen uns da mal eben. Ach, die Markierung ist eigentlich total egal. Brauchen wir gar nicht, weil ich mir das jetzt als Aufgabe mal eben gebe. Wir sollen ja sowieso zu ihr zurück. Okay, dann machen wir Blutsverwandtschaft. Und danach können wir nämlich wieder zu der guten Moira zurück. Das ist so eine Mine. Meine Mine. Ach ja. Da ist noch eine Mine, aber die ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt egal. Was haben wir hier noch? Eine Mine. Meine Mine. Hauptsache ich treffe das erste Mal eh und dann auch die Mine, weil dann ist die erstmal entschärft. Dann explodiert die auch nicht mehr. So. Können wir noch irgendwas rausnehmen? Rasenmäher. Ach nee. Dann wäre ich der Rasenmähermann. Ich habe ein Level erhöht. Und ich hoffe, ich konnte es jetzt noch entschärfen. Die Mine. So, Dietrich brauche ich mehr. Wir machen mal 25. Dann können wir wenigstens die leichten Sachen alle machen. Medizin, bla bla. Energiewaffen habe ich momentan noch nicht. Große Waffen ist noch eine geile Sache. Kleine Waffen kann ich ja ein bisschen. Sprache. Ich finde Sprache immer voll wichtig irgendwie. Ich mag das in Spielen, dass ich die einfach mit meiner Sprache überzeugen kann. So, was nehmen wir denn hier? Dieb, ne? Heller Kopf. Das ist eigentlich ganz gut. Das sollte man, wenn, dann früh wählen.
Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf werden beim Gewinnen von Erfahrungspunkten weitere 10% zu ihren gesamten Erfahrungspunkten zuaddiert. Damit das halt seinen, sag ich mal, seinen kompletten Nutzen entfalten kann, sollte man das sehr, sehr, sehr früh nehmen im Spiel. Mit dem extra intensives Training können Sie jedem beliebigen Ihrer Special-Attribute einen einzelnen Punkt hinzufügen. Jahrelange Übung als Little League MVP der Vault haben Ihre Fähigkeiten im Treffen und Werfen zur Perfektion gebracht. Mit jedem weiteren Rang erhalten Sie 5 Punkte für die Fähigkeiten Nahkampfwaffen und Sprengstoff. Sie haben genau wie Ihr lieber alter Vater Ihre Zeit intellektuellen Dingen gewidmet. Sie erhalten weitere 5% für die Fähigkeiten Wissenschaft und Medizin. Das kommt später. Sie sind geradezu davon besessen, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang des Extras Waffenfreak erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fertigkeiten. Kleine Waffen und reparieren ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme mal heller Kopf. Nehme ich sonst relativ selten. Aber heute sage ich mal, komm, warum nicht? Au! Blöde. Mien. Leg den Scheiß hier immer nur hin. Wenn ihr Schnitzel. Aua. Oh, hat mein Arm schon wieder verkrüppelt, ey. Ich laufe hier nur als Krüppel rum. Das ist unglaublich. So. Wir gehen jetzt nach Arifu. Aber vielleicht warte ich ein paar Stündchen. Bis es wieder hell ist oder so. Ich meine, gut, das ändert nichts an der Welt. Die sieht dann immer noch scheiße aus. Aber. Ja. Es ist halt hell. Ah, es ist hell, guck mal. Sie sieht doch gleich viel freundlicher aus. Mehr oder weniger. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich jetzt eine. Ob ich das jetzt mache, einfach weiter aufnehme oder ob ich jetzt hier abbreche. Ach komm, weißt du was? Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier wieder. Aus dem Grund bedanke ich mich einfach bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Dann gehen wir nach Arifu, schauen mal, was da abgeht. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.